Okay, machen wir noch Harlech als nächstes an der Reihe. Besiegt alle feindlichen Einheiten, ist ja klar, ist eine Belagerung. Harlech Castle liegt etwa eine halbe Meile von der Tremadoc Bay in Wales entfernt. Harlech wurde von König Edward, wisst ihr, dass ich Edward seit Twilight einfach nicht mehr ernst nehmen kann, Edward dem Ersten als Teil eines Burgenrings erbaut, der die Küstengebiete von Snowdonia umgab. Der Burgenring sollte das Gebiet davor bewahren, jemals wieder ein Sammelpunkt für Rebellen und Widerstandskämpfer zu werden. Die Verteidigungsanlagen von Harlech Castle wurden erstmals 1294 auf die Probe gestellt, als eine 37 Männer starke Garnison walisische Belagerer zurückschlug. Und ja, wie gesagt, das war damals oftmals so, dass man einfach mal nur so ein paar Dutzend Verteidiger hatte. Im darauffolgenden Jahrhundert wurde die Burg vernachlässigt. Doch vor der Belagerung durch Owain Glyndwr, wie kann man nur so heißen? Na gut, es kommt auf die Sprache an, der es ausgesprochen wird. Noch einmal repariert und schließlich im Jahre 1404 dann wieder eingenommen. Besser gesagt, dann eingenommen. Okay. Okay. Schauen wir es uns mal an. Speichern. Ja, da haben wir ja mal wieder richtig viel Spaß, wie Wir es aussieht, folgen oder? euch, Herr. Was wünscht ihr? Vorsicht. Na endlich, unser Werkzeug ist euren gebt Wunsch. uns eine Vorsicht, Aufgabe. Junge. Es ist aber an sich eine kleine Burg. Gott, ist die goldig. Wir können hier durch, wir können hier durch, wir können da Riesenhof durch, der mir irgendwie Sorgen bereitet bei Leuten mit Pech, mit Kohlepfannen. Und da sind Ritter und Pikeniere. Was Ja, gibt's? was können wir bauen? Wir können den Belagerungsturm bauen. Aber der äußere Ring ist getrennt vom inneren. Aber den inneren Ring können wir nur da vorne stürmen. Gemein. Ich würde sagen, das Beschissenste ist, dass wir genau 7 Baumeister haben. Mit 8 könnte ich mir 2 Belagerungstürme bauen und mir viele Probleme aus der Welt schaffen. So wird das alles problematischer. Dann noch die ganzen Hunde hier. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier vorgehen soll. Vorwärts, Männer! Manchmal hilft nur Muskelkraft. Ich kann natürlich mit Standardbelagerungsgerät hier erstmal die Burg ein bisschen zu schießen und weiter vor, aber das hilft uns nicht vor dem Pech. Aber gut, das Pech können da vielleicht wieder ein paar Freiwillige anzünden. Was wünscht ihr? Nur leider haben wir wenige Freiwillige, die lang genug leben. Die 35 Lanzenträger machen es nicht lange. Katapulte hier drauf. Was reicht gerade noch so fürs Tor eigentlich? So viel Geld haben wir auch nicht. So kommt noch die Mange da hinten. Ja, endlich! Scheiß drauf, wir schießen einfach ein bisschen zu klump und gucken, was wir dann so noch anfangen können. Der Lord ist blau. Das ist seltsam. Fänd's lustig, wenn der jetzt abgestochen wird. Niederlage. Bitte? Ja, bitte. Bitte, ich bin der Angreifer. Machen wir einfach mal Tor. So kaputt und versuchen durchzustürmen. Weil was Besseres fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Autsch. Ihr könnt auf uns zählen. Nein! Ihr sollt doch einfach nur weg. Schieß von da hinten. Ja. Eine Wauzi-Hütte hat's erwischt. Katapult bereit, Mylord! Was zum Teufel? Warum fahrt ihr jetzt einfach weg? Ihr habt doch einen Schuss. So, schießt mal so, dann seid ihr direkt diagonal. Das solltet ihr doch am besten treffen können, wie ich mal gehört habe. Es kommen Ritter raus. Wo kommt denn ihr her? Nein, jetzt habe ich mir eins kaputt so gemacht. Gut wie erledigt. Jetzt ist ja eh offen.
Was gibt's? Sehr wohl, mein Herr. Es gibt sehr wohl, mein Herr. Sehr wohl. Ein Kinderspiel. Ich bin Fan von. Ein leichtes. Ja, hier ist jetzt eh offen. Aus. Und weiter. Mit Vergnügen, Herr. Von daher kack drauf. Aber natürlich. Wir greifen jetzt an. Ja. Wir greifen jetzt. Pause, um die Spannung aufzubauen. Kleiner Trommelwirbel an. Na. Impossible. In Bewegung. So, gucken wir mal. Oh, es geht ja schon so gut los. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Warum sind wir eigentlich nochmal hier? Können wir nicht einfach Frieden schließen? Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Ach, fickt euch doch. Was denn? Was denn? Da drin gibt es doch bestimmt noch mehr Pech. Winterkreuz. Der Kolben ist des Günthers Freund, der Kolben. Bewegung! Los! Auf ins Getümmel! Das brennt mir zu stark! Ja, ist in Ordnung! Dann noch die Fallen hier! Wollt ihr mich denn verarschen? Wir sind bereit! Was wünscht ihr? Wieder mit ihnen. Manchmal hilft nur Muskeln. Sie sind wehrlos. Ja. Sehr schön, muss ich sagen. Ich bin absolut hellauf. Begeistert. Wir folgen euch, Herr. Greift an, Brüder! Ich bin Feuer und Flamme für diese Mission. Ist da unten vielleicht weniger Pech? Was wünscht ihr? Ich weiß nicht, ob ich es da ganz lebendig rüber schaffe, aber ich würde mal ganz von unten rechts kommen. Im Grunde? Sehe ich das richtig? Ist das hier... Das Ding ist geschützt hier, oder? Ja, Penner. Ihr Schweine. Hier unten ist geschützt, oder? Ich komme hier nicht durch. Ich versuch's trotzdem mal. Aber was jetzt mein Plan war, ist hier mit einem Katapult durchschießen und dann mit dem Belagerungsturm hinten ranfahren. Aber das geht wohl nicht so leicht. Ja, bitte. Wir rücken aus. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Mein Herr? Ihr müsst auch bitte alle überleben nach Möglichkeit. Das ist allgemein so ein Problem, habe ich mitgekriegt. Toll, jetzt ist hier ja eh. Ich möchte auch gerne als nächstes mal austesten, wie es überhaupt mit dem Pech da hinten ausschaut. Beziehungsweise erstmal gucken, ob hier überhaupt eine Möglichkeit besteht, durchzukommen. Ja. Katapult wird bewegt! Katapult bereit, mein Lord. So gut wie erledigt. Katapult bereit. Nein, lass dich jetzt mal machen. Ich möchte mir das nur angucken. Ich bin doch nur zu beobachten hier. Bewegt euch und streitet. Nein. Hat jetzt geklappt? Ja, es hat geklappt. So, jetzt möchte ich es mal wissen. Kann ich an diese Mauer ran? Natürlich nicht. Ist hier Pech? Ja, natürlich ist hier auch Pech. Aber es ging, es hält sich in Grenzen. Aber ansonsten ist hier so eine Mauer davor. Aber hier nicht. Aber beim Turm bringt es nichts. Beim Turm kann ich nicht mit dem Belagerungsturm ranfahren. Macht mal den Turm kaputt. Macht's mal kaputt. Das schafft ihr noch, kommt. Wenn nicht, dann schafft's irgendjemand anderes. Aber das möchte ich jetzt sehen. Das möchte ich jetzt sehen. Euren Wunsch. Das wird
etwas schwieriger, bitte. Ihr könnt auf uns zählen, das Spiel. Wohin gehen? Einen Lappen. Allzeit bereit. Kommt mal da ran, macht den Turm kaputt. Schafft ihr noch. Ich glaube an euch. Uns entgeht niemand. In Ordnung. Von der Zeit. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder! Na gut, dass die Burg ist trotzdem auf dem Plateau erstellt. Ich glaube wohl kaum, dass sich da einfach mal ein magischer Weg öffnet. Nieder mit ihnen! Wir folgen euch, Herr. Nee, das ist so. Da kommen wir trotzdem nicht hoch. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber öffnet sich hier vielleicht ein Wallstück, den wir begehen können auf irgendeine Weise? Ich glaube nicht. Der Turm kriegen wir aber auch noch kaputt, lustigerweise. Ich will da vorne halt nicht durch. Das ist eklig. Eure Lordschaft? Wir folgen euch, Herr. Alternativ ging mir durch den Kopf, dass ich hier halt mit meinen Truppen lande und dann Fernkämpfer oben drauf packe. Zu Diensten. Was wünscht ihr? Hier jetzt Mauern kaputt zu machen, wird mir ja auch nichts bringen. Ich muss ja irgendwie da hoch. Und im Klettern sind die Truppen halt nicht so gut. Die Mission ist bäh. Ich glaube, in den Standardtruppen wird das nichts. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Da wird es uns auch nicht viel bringen, oder? Nee, da ist auch ebenfalls zu. Hier, Spülverderber. Ja, dann müssen wir tatsächlich hier frontal durchstürmen. Aber nicht damit. Sorry. Es tut mir leid, dass ich jetzt fast keine Mission mit der Standardtruppe hinbekomme, aber... Das ist mir einfach zu kaputt. Das ist mir einfach zu kaputt. Schwertkämpfer sind ja im Prinzip nicht verkehrt. Die haben sehr lange ausgehalten. Die Lanzenträger brauchen wir im Prinzip überhaupt nicht. Ich könnte es machen, dass ich Fernkämpfer hochpacke. Mit Belagerungstürmen, aber die müssen erstmal so weit vorkommen und die werden bis dahin ziemlich niedergeschossen. Wir müssen wieder beim Klassiker bleiben und das ist der hier. Anders wird das nichts. Und ich würde mal sagen, wir machen diesmal nur Pikiniere. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass es auch funktioniert. Eure Lordschaft? Zu Diensten. Es ist einfach. Schultert die Waffen. Auf dem Weg. Ich glaube, da stand schon allein die Lanzenträger bringen mir zu wenig. Die könnten vielleicht das erste Feuer ein bisschen anzünden und das war's. Und dann haben wir einfach kaum noch irgendwie Schlagkraft übrig. Weil die einfach so viel, auch so viel Limit fressen. Also so viele Punkte. Also verhältnismäßig dafür, was sie bringen. So, ihr deckt hier auf, dann deckt noch ein paar Fallen auf. Und der Rest geht mit vor. Zu Diensten. Uns entgeht niemand. Lang leben die Pikiniere. Unsere Hellebardiere. Viele Fallen. Das ist ja auch wieder was. Shit. Das ist ja auch wieder was Besonderes. Von den werten Herren hier. Die halten ja mehrere Fallen aus. Gut, hätten den Schwerkämpfer auch, aber dafür sind die halt so schön mobil. Das sind nach wie vor meine Lieblinge hier. Ihr seid meine Lieblinge. Und weiter rein, meine Freunde. Hier wird's gleich bestimmt auch wieder brennen. Schütte, bitte schütte. Jetzt schütte halt, Junge. Mach deine Mutter stolz, geht doch. Genau, jetzt kann auch der andere Pikinier ein bisschen brutzeln. Und danach dürfen wir sogar auf den Wall hier drauf. Wollen wir das, ist die Frage. Ich weiß es gerade nicht. Fuck, die haben sich neues Pech geholt. Das ist gemein. Die holen sich neues Pech. Auf dem Weg.
Dann schicke ich mal ein paar Leute auf Selbstmordkommando durch, die das jetzt an hier alles losschauen lassen wollen. So. Und durch. Bis der nächste mit dem Pech wieder da ist. Ein bisschen brennt jetzt immer noch, aber es muss schon klappen. Es muss jetzt einfach funktionieren. Wieso habe ich immer noch das Gefühl, dass es hier gleich riesig brennen wird? ich liebe es, wenn ich recht habe. Aber doch, lauf doch nicht 50 Mal mittendurch. Jetzt schaffe ich das nicht mehr. Und auch die Fallen. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass das mit normalen Truppen auch sehr schwer schaffbar ist. Übel. Übel, diese Burg. Dafür verteidigen wir das Ding mit Augenbinde bestimmt. Jetzt haben wir es echt mit dem Pikinieren nicht geschafft. Übel. Übel. Hauptsache, dass der blaue Lord. Übel. Ich sag's euch, übel. Oh, das war das mit von den Vieren. Harletsch, 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 Harletsch. Nee, ich will's nicht verteidigen. Angriff Profi. Profi, Profi, Profi. Dun, dun, dun. Dann nochmal der ganze Spaß. Was wünscht ihr? Ein Eis, bitte. Ja, diesmal warten wir einfach, bis die Ritter und alles rauskommen. Die sind mir auch noch entgegengekommen. Grunde. Will ich, sobald hier offen ist, hochstürmen den Ball und hier säubern? Das kostet mich halt wieder sehr viel Zeit. Ich glaube, Genick gebrochen hat mir einfach nur, dass ich hier zu voreilig vorgestürmt bin. Sonst hätte ich es bestimmt noch hingekriegt irgendwie. Jetzt kommt halt raus! Ich glaube, die wollen nicht. Ja gut, dann komme ich eben. Ich komme. Harletsch. Harlem-Match. Ei. Na, wer spießt am meisten in Ordnung? Der Rattenfinger vom Harem. Bitte? Zu Diensten, schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Überall anzünden, bitte. Eure Lordschaft, wieder mit Diensten. Schultert die Waffen. Was uns entgeht, nie aufgelernt. Na, wer spießt am meisten auf? Die Wölfe sind gerade wirklich nervig. Auf dem Weg. Wie immer noch mal ein Pechgraben übrig geblieben ist. Und noch einer. Grrr. Ich habe selbst mit Pikinieren hier gewaltige Probleme mit der Mission. Und das ist ja eigentlich schon der quasi Joker. Vielleicht lasse ich auch einfach das Torhaus in Ruhe, weil ich dann so viele Fallen nicht auslösen würde, wenn ich da nicht lang gehe. Na komm schon. Geht doch. Aber du warst nicht der, den ich meinte. Aber gern. Eure Mannschaft. Na, wer spießt nach Wiesen? Nieder mit ihnen geht niemand. Dachte ich mir doch, dass du noch schütten willst. Schultert die Wacht. Was wünscht ihr? Ei. Auf dem Weg. In Ordnung. Von der Da ist der jetzt schon wieder da. Boah, das gibt es doch nicht. Aber gern. Ah, der Pechkessel noch dazu. Ich glaube, ich gehe. Nee, machen wir nochmal. So. In Ordnung. Eure Lordschaft. Diesmal kommen wir einfach von dort. Vorwärts, Pikiniere. Dort, das liegt direkt bei hier. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei. Und da flammt es wieder ein bisschen. Zu Diensten. Auf dem Weg. Schultert die Waffe. Was wünscht ihr? Lasst uns schnell entflammbar sein. Aufgelernt. Eure Lordschaft. Zu Diensten. Wer schultert die meisten auf? Nieder mit ihnen. Das Pech, ey. In Ordnung. Eure Lordschaft. Zu Diensten.
Schultert die Waffen. So, wir können jetzt auch mal von der Spielgeschwindigkeit auf normal gehen. Und dann möchte ich gerne hier durch. Und dann möchte ich gerne auch auf das Torhaus verzichten sogar. Und sagen, ich gehe... Dadurch. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Gute Frage, wo will ich durch? Gut, Torhaus wird schon klappen. Ich muss halt bloß beide gleichzeitig schütten lassen. Es müssen beide schütten, das ist wichtig. Ansonsten funktioniert der Spaß nicht. Genau. Jetzt funktioniert der Spaß. Der so schön benannte Spaß. Schultert die Waffen. Uns entgeht niemand. In Ordnung. So, hier gehen wir hier hoch. Zu Diensten. Speichern wir das mal unter H-Ledge 2. Und speichern. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? In Ordnung. Wieder mit ihnen. Eure Lordschaft. Uns entgeht von der Pike aufgelernt. Schultert die Waffen. Wer spielt? Wieder mit ihnen. Uns entgeht niemand. Von der Pike aufgelernt. In Ordnung. So. Ihr geht jetzt hoch. Und säubert mir mal bitte die... Könnt ihr da... Ich verstehe, diese Treppe hier zählt nicht, oder wie? Diese Treppe zählt nicht richtig. Ich musste erst da hinten hoch. Ja, dann habe ich jetzt ein kleines Problemchen. Dann gehe ich da hinten durch. Alles klar. Ist mir lieber. Geht bitte da hinten durch. Da würde ich jetzt viel lieber sein, tun. Und auch durchgehen würde ich gerne da hinten beim Vorratslager. Dann wäre auch ganz lieb. So wenig Fall. Wo kommst du her? Du wagst es jetzt nicht, dich hierher zu stellen. Du mieser... Pechman. Pechman. Vorwärts, Pikiniere. Schultert die Waffen. Oh mein Gott, das ist Pechman. Ei, auf dem Weg. In Ordnung. Eure Lordschaft. Zu Diensten. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Ei, aber gern. Schön da lang und die Mauer kaputt machen. Nee. Obwohl, von hier aus können wir eigentlich das Torhaus jetzt... Ja, ich glaube, das sind wieder Fallen. Nee, kommt. Wer will schon das Torhaus? Wir gehen durch die Mauern. Wie Männer. Gehen durch die Mauer wie Männer. Türen und Tore sind doch Weibers, Weiberkrams. In Ordnung. So, mit Glück schaffe ich es nämlich, dass der hier aufs Vorratslager kippt. Was bedeutet, das wird nicht angezündet. Eure Lordschaft. Und dann. Dann. Das ist ein Schritt zur Weltherrschaft, Leute. Was wünscht ihr? Ei. Jetzt sieht's doch schon viel besser aus. Wenn es mal nicht überall brennt. Manometer. Alligator. Auf dem Weg. Und Feuer verpufft. In Ordnung. Na also, geht doch. Meine Fresse. Die Mission, ey. Zu Diensten. Aber gern. Schultert die Waffen. Was wünscht ihr? Jetzt darf ich nicht töten, weil er meine Farbe hat. Geht doch. Gehört uns, mein Lord. Mit den Standardtruppen wäre das auch so eklig geworden. Obwohl, Sieg. Irgendwie. Standardtruppen. Was wünscht ihr? Das ist eigentlich schon fast der Optimalweg, mich hier mit Katapulten da durchzuschießen. Da? Da? Nee, da geht's nicht. Ich müsste mich quasi hier durchschießen, dann da hier ein bisschen aufschießen mit Katapulten, da aufschießen. Aber auch sonst. Wir haben einfach zu schwache Einheiten dafür. Die gehen uns trotzdem zu schnell drauf in diesem Feuer. Nee, ich bin eigentlich froh, dass ich es so geschafft habe jetzt. Weil selbst mit Pikinieren war das jetzt nicht so selbstverständlich bei der Mission. Und dann gucken wir uns mal die Verteidigung von Harlech an. Okay, verteidigen wir das Teil mal, würde ich sagen. Haben wir schon gelesen und auf geht's. Und... Wow, ja, leck mich. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja.
Rücken da aus, will wohl jemand. Da will es wohl jemand wissen. Mein Bogen ist. Ich würde mal sagen, Tor zu und lass die Hunde raus. Lass die Hunde los. Lass die. Jetzt sehen wir erstmal, was hier an Pech ist. Ja, leck mich doch. Einmal komplett außen rum. Da hätte ich überhaupt keine Schwachstelle finden können. Mein Herr, eure Befehle sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. So, ich ziehe mich mal zurück. Das ist mir zu viel des Guten. Ach komm, streich das Gute. Das ist mir allgemein einfach zu viel. Kommt mal alle in den inneren Ring, nach Möglichkeit, wenn ihr es überlebt. In Ordnung. Scheiße. Eure Befehle? Aber die Hunde machen ihren Job ganz gut. Mangel bereit, Sire. Und ihr schießt einfach mal fröhlich dahinter. Obwohl, schießt ihr mal fröhlich drauf. Balliste, oh, liebe Balliste, bereit, machst mal den Triebwerk hier kaputt. Bin zur Stelle. Ja. Alle zum nächsten Ball. Innerer Wall, der innere. Ja, gut, ist eigentlich schon der innere Wall so gesehen. Mein Bogen ist fast schon. Bereit, los, 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 rein, Leute. Zur Stelle. Nicht rein Tisch, rein, Leute. Wie können wir helfen? Ziel im Visier. Nicht hier vor der Nase die Tür zu machen. Lass die Leute rein. So, dann gucken wir mal, dass wir das schön dann schütten bei Zeiten. Hier kommt mal alle rein. Ihr seid dann wirklich meine Last Defense. Konstruiert, besetzt und los. Und marsch. Ach Mensch, hier sind ja auch noch Leute. Eure Befehle? Gut, hier ist eh so zerstört. In Bewegung, bin zur Stelle. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Waffen geschultert. Ja. Bereit zur Stelle. Achtung. Oh, da geht's los, da geht's los. Ich muss jetzt auch mal effektiv anzünden, aber erstmal gucken. Ich finde, das lohnt sich noch nicht. Das ist bis jetzt noch zu viel leichtes Zogen. Mein Bogen ist euer. Oh. Kurzer Prozess. Mein Herr. Das ist noch zu viel leichte Kost. Genau diese schwere Kost hätte ich gerne. Und vielleicht auch ein paar Bogenschützen. Vielleicht ließe sich das kombinieren. Feuer gefällig. So, nachladen und schießen. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Bogen gespannt. Visiere. Feuer gefällig. Feuer gefällig. Geht. Die KI kriegt das immer so viel besser hin. Ich frag mich, wonach die geht immer. Eure Lordschaft. Vorwärts, Pikiniere. Eure Befehle. Jetzt bei den Armbrustschützen wäre es noch besser gefällig gewesen. Na, vielleicht kriege ich die ja ganz gut. Gebrutzelt hier. Sieht okay aus. Jawohl. Was wünscht ihr? Ich habe mich verbrannt. Wie wär's damit? Oh ja. Bin zur Stelle. Unser Werkzeug ist dieser Gestank. Komm, du schützt auch mal. Ich aber auch. Ja. Gut, die feindlichen Tankkämpfer sind wir schon mal alle los. Okay. Hi Leute, aber es bringt euch nicht viel. Das habe ich nämlich auch schon versucht. Ich sehe schon, die KI entdeckt jetzt irgendein Schlupfloch, das mir entgangen ist. Zu Diensten. Aber ansonsten lasst ihr euch hinten dann doch ziemlich frei abschießen von meinen Armbrustschützen. Okay.
Die KI lässt sich mal der Schuldzeit. Aber ich bin trotzdem vorsichtig, deswegen gehe ich mit der Spielgeschwindigkeit nicht hoch. Nachher passiert noch irgendwas Schlimmes. Oh, die lassen sich gerade echt gut wegfrühstücken. Gefällt. Und die sind noch nicht mal hier durch. Ich meine, wenn sie hier durch sind, haben sie da hinten immer noch eine ziemliche Nuss zu knacken. Die wollen auch da hinten durch. Das heißt, gemeint, wenn es nichts bringt, hier die Mauern wegzufrühstücken. Wie oft er hier anzündet, der eine Baumeister. Echt cool. Und dann wieder agieren sie ja selbstständig mit den Schütten, aber nicht immer. Ich wünschte, die Bogenschützen, na gut, die Bogenschützen selbstständig. Man müsste sie zumindest darauf einstellen können, dass sie selbstständig anzünden. Da würde ich, glaube ich, mit öfter auch Pechgräben verwenden. Gott, kommen die jetzt gerade vereinzelt an. Also richtig breitflächig, dass ich die bloß nicht anzünden kann, richtig gescheit. Aber die versuchen immer noch da hinten durch. Die Sache ist halt die. Da hinten ist Zapfenstreich. Hier vorne geht's nur. Das ist das Gemeine bei dieser Mission. Kann man noch so versuchen, hinterlistig zu sein. Es klappt nicht. Man muss durch die Vordertür. Und die Vordertür, die brennt gewaltig. Die Fährvordertür. Die Fährvordertür. Ihr versteht. Die lassen sich ja echt niedermähen. Können zumindest schon auf 60 gehen. Und los! Geht mal auf den Turm. Ich glaube, ihr habt ja ein bisschen Arbeit bekommen. Die entschließen sich, dass vorne total uncool ist. Die wollen alle hinten rum. Funktioniert. Jetzt hangen wir jetzt mal ein bisschen auf den Turm oben. Aber das habe ich auch schon versucht. Das hilft leider auch nichts. Wo brennt's? Wo brennt's? Ach so, schon wieder hier. Der Junge, ne? Der ist übereifrig beim Schütten. Uiuiui, mit dem Turm geht's langsam auch bergab. Ich sag schon rechtzeitig alle Mann von Bord. Und am besten so mit so einem russischen Akzent wie die schweren Kreuzer aus Starcraft 2. Alle Mann von Bord. Und hier geht man auf diesen Turm. Ich glaube, da brauche ich jetzt eher. Der Turm ist nämlich bald Moos. Zur Stelle. Geht mal auf die Mauer. Vorwärts. Wenn ich da irgendwie einen Belagerungsturm ranbringen würde, dann wird es ja klappen, dass ich das Ding von da hinten eingenommen hätte. Feindlichen Angriff überlebt. Yay. Sieg! Sehr schön. Dann hätten wir die lustige Harletschburg ebenfalls geschafft. Und ich würde sagen, das reicht jetzt für diese Aufnahme. Wir machen mal beim nächsten Mal weiter mit der Hautkönigsburg. Alles klar, dann bis dahin. Bye, bye.